In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie an einer unserer Webinare und Videokonferenzen teilnehmen. Es liegt dabei komplett in Ihrer Hand, ob Sie per Video teilnehmen, per Audio, per Festnetztelefon oder einfach nur passiv zugucken und keiner mitbekommt, dass Sie mit dabei sind. Alles, was Sie brauchen, ist ein Computer, ein Tablet oder ein Smartphone. Wie das funktioniert, erkläre ich Ihnen jetzt. Mein Name ist Tobias Albers Heinemann und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Video. Um an einer Zoom-Videokonferenz mit teilzunehmen, brauchen Sie als allererstes einen Zugangslink. Dieser Link wird Ihnen zugeschickt, wenn Sie unsere Newsletter abonniert haben. Oder Sie können den Link oder die Raumnummer, das ist hier die Zahlenkombination am Ende, der Webinarbeschreibung entnehmen. Um nun an einer Videokonferenz teilzunehmen, klicken wir einfach auf den Freigabelink. Es öffnet sich der Browser mit dem Dienst Zoom.us und, sofern noch nicht geschehen, werde ich aufgefordert, den Zoom-Klienten zu installieren. Alternativ ist es mir auch möglich, direkt über den Browser beizutreten. Das hat den Vorteil, dass ich keine Software installieren muss. Allerdings stehen dann auch nicht alle Funktionen zur Verfügung. Als allererstes, bevor ich an der Videokonferenz teilnehme, habe ich die Möglichkeit, meinen Lautsprecher und mein Mikrofon auszuwählen und auch zu testen. Ich höre den Klingelton, also sage ich natürlich ja und habe jetzt hier die Möglichkeit, unter Mikrofon mein angeschlossenes Mikrofon auszuwählen und auch einen Sprachtest durchzuführen. Bin ich mit der Qualität zufrieden, klicke ich auf Ja und nehme mit Computer-Audio-Übertragung am Webinar teil. Und ich begrüße jetzt den David Rödler in Salzburg, der mir jetzt hier schon direkt gegenüber zugeschaltet ist. Hallo David. Hallo Tobias. Ich habe jetzt in der Übersicht die Möglichkeit, hier rechts oben in den Vollbildmodus zu wechseln und mit der Galerieansicht kann ich die Ansicht wählen. Die Galerieansicht ist sinnvoll, wenn mehrere Leute gleichzeitig teilnehmen in der Videokonferenz, werden dann nämlich alle in gleichberechtigt großen Fenstern auch dargestellt und ja, ist einfach eine bessere Kommunikation. In der Sprecheransicht wird immer der jeweils aktive Sprecher oder in einer Zweierkonferenz das Gegenüber hauptsächlich dargestellt. Wichtige Funktionen finden wir auch noch links unten in der Zoom-Maske, nämlich Stummschalten und Video abbrechen. Hier habe ich nämlich die Möglichkeit, wenn ich nicht per Video teilnehmen möchte, einfach meine Webcam zu deaktivieren oder auch das Video wieder zu starten. Genau das gleiche auch mit dem Mikrofon. Wenn ich beispielsweise ein Seitengespräch führe, wird dies jetzt nicht mit aufgenommen. Zudem habe ich auch noch die Möglichkeit, mit den beiden Knöpfen hier unten in die Einstellung zu gehen und entweder noch eine Webcam oder das entsprechende Mikrofon auch noch zu wählen. Ja, David, was für Möglichkeiten haben wir denn jetzt hier in Zoom, was du jetzt auch mit anbieten kannst? Also ich meine, eine ganz wichtige Möglichkeit für die Zusammenarbeit ist die Bildschirmfreigabe. Alles, was jetzt auf meinem Bildschirm zu sehen ist, kann übertragen werden. So kann ich zum Beispiel aktuelle Websites oder was auch immer präsentieren. Es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel eines Whiteboards. Können wir auch kurz probieren. Da kann man zum Beispiel irgendwie ein kleines Brainstorming machen. Also ich kann hier meine Ideen draufschreiben und wir können im Anschluss darüber sprechen. Sehr schön. Ein großer Vorteil von Zoom ist ja, dass wir eben nicht nur über einen Computer teilnehmen können, sondern eben auch die perfekte Konnektivität über die Apps. Das heißt, wir auch per Android oder Smartphone auch teilnehmen können. Und ich schalte jetzt einfach mal mit auf mein Smartphone und starte jetzt hier die Zoom-App, die es kostenlos im App und im Play Store gibt. Um hier dem Meeting teilzunehmen, klicke ich einfach auf einem Meeting beitreten und gebe jetzt hier oben bei Meeting-ID die Raumnummer an. Wir erinnern uns, die Raumnummer ist die Nummer beim Zugangslink, die hinten dran steht. Nun kann ich dem Meeting beitreten, die Audioquelle von meinem Smartphone oder Tablet auswählen und ganz bequem via LTE oder auch WLAN an einem Webinar teilnehmen.
Habe ich die Zoom-App aber schon einmal installiert, muss ich dies nicht noch einmal tun, um an einem Webinar teilzunehmen. Ich starte einfach die App, klicke auf einem Meeting beitreten und gebe dort die Raumnummer ein. Nach der Wahl des Namens habe ich auch noch die Möglichkeit festzulegen, ob das Mikrofon und die Webcam beim Start des Webinars aktiv oder inaktiv sein soll. In diesem Beispiel gebe ich an, dass beides inaktiv sein soll und starte die Videokonferenz. Ich sehe, dass beide Geräte inaktiv sind und mit einem Klick auf die beiden Buttons links unten kann ich Mikrofon oder auch die Webcam aktivieren und aktiv an einem Webinar teilnehmen.